Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss Studientelegramms, Markus at Home begrüßt in Göttingen Herrn Professor Patrick Kramer, mit dem wir uns unterhalten möchten über neue antivirale Medikamente gegen SARS-CoV-2. Lieber Herr Kramer, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Professor Kramer ist Chemiker und Molekularbiologe mit akademischen Stationen in Tübingen, Heidelberg, Bristol, Cambridge, Grenoble, in Stanford, wo er im Labor des späteren Nobelpreisträgers Dr. Kornberg gearbeitet hat, in München, wo er Dekan gewesen ist, und jetzt seit 2014 in Göttingen, wo er bis vor wenigen Tagen der Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie gewesen ist und jetzt ganz neu seit einigen Tagen geschäftsführender Direktor des fusionierten Max-Planck-Institutes für multidisziplinäre Naturwissenschaften, des, wenn ich richtig informiert bin, größten deutschen Max-Planck-Institutes. Vor allen Dingen hat sich Professor Kramer aber ein wissenschaftliches Leben lang mit RNA-Polymerasen beschäftigt. Und so ist es ihm dann auch nur wenige Wochen nach Entdeckung von SARS-CoV-2 gelungen, die RNA-Polymerase des Virus in Struktur und Funktion zu charakterisieren. Das ist nicht nur wissenschaftlich hochinteressant, das ist auch klinisch sehr wichtig, weil die RNA-Polymerase Zielstruktur von zwei von den drei in unseren Augen im Moment wichtigsten antiviralen Medikamenten ist, die wir im Kampf gegen SARS-CoV-2 haben. Meine Co-Moderatoren heute sind Professor Barbara Gärtner und Professor Sören Becker, beide Mikrobiologen am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Professor Becker, Bakteriologe schwerpunktmäßig, Professor Gärtner mit einer lebenslangen Liebe für die Viren. Ich möchte trotzdem als Internist mit der ersten Frage anfangen, bevor wir dann in die mikrobiologischen und grundlagenwissenschaftlichen Höhen steigen. Aus Sicht des Internisten, Herr Kramer, hatte die Entwicklung von antiviralen Medikamenten in den letzten 2 Jahren ja so ein bisschen Schattendasein gehabt, so ein bisschen versteckt hinter der ganzen medialen Aufmerksamkeit, sowohl in den Laienmedien, aber ja auch in den internistischen, allgemeinmedizinischen Medien auf die Impfung. Und jetzt, wo wir nach 2 Jahren Pandemie, 1 Jahr nach Einführung der Impfstoffe feststellen, dass die Impfung nicht alle Probleme beseitigen wird, jetzt entdecken wir als nicht pharmakologische Beobachter des Feldes auf einmal wieder die antiviralen Medikamente. Und jetzt sehen wir, dass sich diese antiviralen Medikamente vor allen Dingen auf die RNA-Polymerase fokussieren, eine Struktur, die sie besser als die meisten anderen Menschen auf der Welt kennen. Zweiteilige Frage. Zum einen, war das eher ein Vor- oder ein Nachteil, dass so viel Aufmerksamkeit auf den Impfungen lag, sodass Sie im Bereich der Polymerasen etwas mehr in Ruhe forschen konnten? Und zum Zweiten dann, warum ist die Polymerase so ein spannendes Zielstruktur für die Medikamente? Ja, also zum ersten Punkt, ich glaube, die Impfung hat zu Recht diese Aufmerksamkeit bekommen. Also nicht nur ist es vom Wissenschaftlichen her gesehen eine unglaubliche Leistung, einen mRNA-Impfstoff zu machen und dann auch in dieser Rekordzeit und dann noch zu demonstrieren, dass dieser Impfstoff höchst effizient ist, sehr gut schützt, eine sehr gute Immunantwort auslöst und gleichzeitig sehr sicher ist und sehr geringe Nebenwirkungen zeigt. Und inzwischen hat ja über die Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 58% der Weltbevölkerung, zumindest eine Dosis eines Impfstoffs bekommen, also doch, glaube ich, eine wirklich herausragende Aktivität auch in der Umsetzung dieser Impfung. Und ich finde den Fokus aber auch deshalb so wichtig, weil die Impfung den zentralen Ausweg aus der Pandemie darstellt. Egal, wie das sich mit den Varianten weiterentwickelt, das kann natürlich helfen, wenn sich das Virus abschwächt, aber es können auch wieder sehr gefährliche Varianten kommen, die zu sehr schweren Verläufen führen. Und die Impfung, die Grundimmunisierung der Bevölkerung ist der Ausweg aus der Pandemie. Punkt eins. Zu Ihrer zweiten Frage, die antiviralen Stoffe, warum dauert das eigentlich so lang, neue Medikamente zu machen? Ich meine, Sie wissen
ja sehr gut, dass wenn man Medikamentenentwicklung from scratch macht, also von null anfängt, dann dauert das Ganze so im Schnitt zwischen 10 und 15 Jahren. Das sieht anders aus und so ist es ja auch bei den Medikamenten, die wir jetzt sehen, die gegen das Coronavirus jetzt auf den Markt kommen. Wenn man zum Beispiel Antikörper macht, da gibt es dann eine Pipeline, wo man rational an das Design eines solchen Medikaments gehen kann. Die kamen ja auch sehr schnell auf den Markt, diese Antikörper zum Beispiel von Regeneron, die dann das Virus abschirmen können und so eine Art ja, schnelle, passive, partielle Immunisierung machen können. Und die schwächen ja auch tatsächlich bei vielen Patienten den Verlauf ab. Und die zweite Möglichkeit, schnell Medikamente zu finden, ist natürlich das Repurposing. Und die Stoffe, um die es sich jetzt hier handelt, das sind eigentlich alles Substanzen, die schon früher mal entdeckt wurden und jetzt umgewidmet werden und auf SARS-CoV-2-Bekämpfung angewandt werden. Und dadurch verkürzt sich die Zeit, so ein neues Medikament zu finden, dramatisch, weil man eigentlich sehr schnell in die Sicherheits- und dann in die Patientenstudien gehen kann. Man kennt die Substanz schon, man hat sie vielleicht für eine andere Indikation entwickelt. Also Molnupiravir für die Grippe, das Remdesivir gegen Ebola und bei dem Paxlovid, der dritte im Bunde, der jetzt kommt. Das ist ja eine Substanz, die damals nach der Epidemie 2002, 2003 gefunden wurde, aber dann nicht weiterentwickelt werden konnte oder nicht weiterentwickelt wurde. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Herzlichen Dank auch für die Möglichkeit zum heutigen Gespräch. Sie hatten jetzt schon erwähnt, es ist ein gewisses Repurposing. Ich glaube, auch einige erinnern sich noch an Remdesivir im Zusammenhang mit der Ebola-Epidemie. Aber auch wenn wir jetzt an den Beginn der Pandemie denken, gerade in der Zeit, als es noch keinen Impfstoff gab, hat Remdesivir ja schon einmal so eine Hochphase erlebt, auch medial und auch als Hoffnungsträger, ist dann wieder etwas in den Hintergrund geraten. Können Sie vielleicht uns noch einmal sagen, vom Mechanistischen, wie kann man den Wirkmechanismus betreiben? Als erster Teil der Frage und als zweiter Teil der Frage, wie war vor einem Jahr der Stellenwert der Substanz und wie wird er jetzt in der aktuellen Lage und zukünftig sein? Ja, sehr gute Frage. Also in der Tat, Remdesivir war das erste gegen Corona zugelassene Medikament. Jedenfalls hat es eben die Notfallzulassung in den USA bekommen, später anderswo in der Welt. Und wurde ja auch prominent eingesetzt, zum Beispiel zur Behandlung des früheren US-Präsidenten. Dann ging das wieder durch die Medien. Wie wirkt eigentlich diese Substanz? Es handelt sich um ein Nukleosid-Analogon. Das heißt, Remdesivir wird, es ist eine Vorstufe, erstmal eine Prodrug, aber wenn das in die Zelle kommt, wird es umgewandelt zu einer aktiven Form, einer Triphosphatform. Und dann kann eine Remdesivir-Einheit, wenn man so will, fälschlicherweise von der RNA-abhängigen RNA-Polymerase des Coronavirus eingebaut werden in die wachsende RNA-Kette. Es ist ja so, dass diese Polymerase des Virus das positive RNA-Genom erst umschreibt in einen negativen Strang und der wird dann nochmals als Matrize verwendet und dann erhält man wieder einen positiven RNA-Strang und hat somit das Genom, das Erbgut verdoppelt. Und in diesen Prozess greift Remdesivir ein, in den es nämlich fälschlicherweise anstelle von einem A, also vom natürlichen Baustein Adenosinmonophosphat eingebaut wird. Und was dann passiert, ist, dass die Polymerase nicht sofort anhält, sondern dass sie noch drei weitere RNA-Bausteine einbaut und dann pausiert. Und wir haben also herausgefunden, wie das genau geschieht. Wir haben einen molekularen Film gedreht, wo man diesen Prozess verfolgen kann. Und man sieht dann, dass zwei Atome, die an der Ribose, also an der Zuckereinheit der Remdesivir-Einheit sitzen, dass diese beiden Atome mit Atomen im aktiven Zentrum der Coronavirus-Polymerase so einen Clash geben. Also da gibt es sozusagen zu wenig Platz für diese Atome. Und dadurch bleibt die Polymerase transient stehen. Aber was wir auch gefunden haben, und das wurde auch von der zweiten Gruppe, ich glaube in Kanada gezeigt, etwa um die gleiche Zeit, biochemisch,
dass die Polymerase, wenn sie etwas warten oder wenn sie hohe Nukleotidkonzentrationen haben, kann die Polymerase sehr wohl über diese Barriere hinüber replizieren und sich hinüber bewegen und dann weiterlaufen, sodass also dieses Remdesivir zwar transient die Polymerase anhalten kann, aber kein sehr starker Inhibitor ist in dem Sinne, dass es den Prozess vollständig stoppen würde. Das ist also nicht der Fall. Zur letzten Frage, die Sie gestellt haben, wie sieht eigentlich das Potenzial jetzt aus am Patienten? Zunächst sah das eigentlich ganz gut aus, dass nämlich die Spanne der Dauer, also die Patienten im Krankenhaus verbringen müssen, verkürzt wurde in der ersten Studie. Aber später, als dann eine zweite Studie gemacht wurde mit mehr Patienten und auch in verschiedenen Ländern, hat sich der Effekt leider nicht bewahrheitet. Und man ging dann davon aus, dass wahrscheinlich dieses antivirale Medikament zu spät gegeben wurde. Also wenn die Patienten ins Krankenhaus kommen, dann ist sozusagen diese Peak-Phase der Infektion, in der sich das Virus vermehrt, ist vielleicht schon vorüber oder stark am Abklingen und die Patienten kämpfen jetzt schon mit einer Überreaktion des Immunsystems und Folgeproblemen. Und das Remdesivir als antivirales Medikament kommt jetzt zu spät, müsste eigentlich viel früher gegeben werden. Und es kam gerade eine neue Studie raus, wo in der Tat behauptet wird, allerdings anhand von relativ geringen Patientenzahlen, dass wenn man das Remdesivir früh gibt, dass dann in der Tat ein stärkerer Effekt wieder zu sehen ist, also dass man den Effekt wieder sieht, dass Remdesivir tatsächlich in einer Gruppe von Patienten wirkt und die Symptome dann abmildern kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass das in der Praxis ganz, ganz schwer umzusetzen sein wird, weil nämlich Remdesivir nicht oral verfügbar ist. Das heißt, Sie können das nur über eine Infusion geben. Und da sieht man schon, dass es eben wahrscheinlich keinen breiten Einsatz sehr früh in der Infektion finden kann. Also nicht jeder wäre bereit, nur weil er positiv aufs Coronavirus getestet wäre, sich eine Infusion geben zu lassen. Andere Frage ist natürlich auch die Finanzierbarkeit, die Verhältnismäßigkeit. Es wird immer Nebenwirkungen geben bei so einer Medikamentierung und ob man die dann, wann man die einsetzt, in welchen Fällen, das steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Ja, vielen Dank. Insofern, gerade bei den noch nicht so schweren Verläufen, die vielleicht noch keinen intravenösen Zugang haben, liegen vielleicht auch viele Hoffnungen auf den neueren antiviralen Medikamenten. Und damit sind wir vielleicht auch schon bei der nächsten Stufe, nämlich dem Molnupiravir. Auch dazu haben Sie ja sehr prominent publiziert, indem Sie da am Wirkmechanismus an der Aufklärung desselben sehr prominent beteiligt gewesen sind. Können Sie uns das vielleicht auch noch einmal erläutern? Inwiefern unterscheidet sich es vom Wirkmechanismus und vielleicht auch vom Indikationsgebiet? Was sind da vielleicht auch potenzielle Vorteile? Ja, das Molnupiravir ist ja auch eine Substanz, auch so ein Nukleosid-Analogon, welches auch auf diesen Prozess der Replikation des Erbguts durch die Polymerase des Coronavirus einwirkt. Aber der Mechanismus ist in der Tat völlig anders. Also hier geht es nicht darum, die Polymerase zu stoppen oder zu verlangsamen, wie im Fall von Remdesivir, sondern das Molnupiravir wirkt, indem es Fehler einbaut in diesen Prozess, und zwar so viele Fehler, dass am Ende RNA-Kopien entstehen, die nicht mehr in der Lage sind, funktionale Viren zu bilden und dadurch praktisch die Virusvermehrung verlangsamt oder gar gestoppt wird. Seit einigen Wochen ist das Molnupiravir bereits zugelassen im Vereinigten Königreich und gerade jetzt wurde es ja in den USA zugelassen, vor einigen Tagen, und da ist allerdings auffällig, dass die FDA nur mit knapper Mehrheit das Medikament zugelassen hat. Ich meine, also legen Sie mich jetzt nicht fest, aber ich glaube 13 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen in dieser Kommission, die da zuständig war. Und man muss sich fragen, warum. Und da gibt es zwei Bedenken zu diesem Medikament. Das eine ist, weil es eben diese Fehler einführt ins Erbgut, könnte es ja sein, zum Beispiel, wenn man das Virus nicht ganz ausmerzt dadurch, dass die Entstehung neuer Virusvarianten dadurch gefördert wird. Das ist ein Bedenken, oder das sind Bedenken, die man haben kann. Und die haben vielleicht eine Rolle gespielt bei der Entscheidung. Zum Zweiten ist es so, dass es eine Studie gibt,
die zeigt, dass bei sehr hoher Konzentration und bei sehr langer Einwirkzeit von mehreren Wochen in Zellkultur, das wurde allerdings nie im Organismus beobachtet, aber in Zellkultur auch ein mutagenes Potenzial insofern vorliegt, dass es irgendwie möglich ist, dass das Molnupiravir auch in der Zelle verstoffwechselt wird zum Desoxynukleotid und dann praktisch in die DNA zu einem gewissen Umfang auch eingebaut werden kann. Und daraus ergeben sich natürlich auch Sicherheitsbedenken. Und obwohl die ganzen Daten, Vorlagen, die gefordert werden für eine Zulassung, insofern das Medikament sicher ist, gibt es eben diese zwei Aspekte, die man nicht ignorieren darf und im Moment also auch nicht ganz ausschließen kann. Das wird nur die Zeit zeigen, wie sicher das Medikament dann ist, wenn es an sehr großen Patientengruppen tatsächlich eingesetzt würde in so einer Notfallzulassung. Und ja, das ist der Stand bei Molnupiravir. Vielleicht müsste man noch eins dazu sagen, und zwar, wie effizient ist das Medikament eigentlich? Es ist so, dass die erste Studie gezeigt hat, dass man etwa bei einer Wirksamkeit von, ich glaube, um die 50% lag. Also jeder zweite Patient, jede zweite Patientin hat davon profitiert. Und das ist schon mal besser als nichts zu machen. Allerdings eine zweite Studie hat jetzt gezeigt, dass diese Wirksamkeit vielleicht doch eher bei rund 30% liegt. Und da muss man dann schon genau Nutzen und Risiken abwägen. Deswegen glaube ich, wird Molnupiravir wahrscheinlich nur zum Einsatz kommen bei Hochrisikopatienten, wo man einfach alle Register ziehen will, um schwerste Verläufe oder sogar den Tod dann nicht in Kauf nehmen zu müssen, sondern verhindern zu können. Das ist ein wichtiger Faktor, denn meine Frage wäre tatsächlich auch gewesen, wenn man jetzt sagt, gerade mit in der aktuellen Situation rechnet man in vielen Ländern mit neuen Höchstständen. Was wäre so das Patientenklientel, bei dem wir überlegen könnten, die Substanz einzusetzen? Also offenbar ja, wenn mindestens ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf vorliegt. Und zweitens, was wäre das Zeitintervall tatsächlich? Denn auch da, Sie hatten es beim Remdesivir eben schon gesagt, kommt es ja darauf an, relativ früh in den Prozess einzugreifen. Ja, also da müssen wir jetzt auch abwarten, wie die EMA sich verhält in Europa. Wie gesagt, UK hat die Zulassung gemacht vor einigen Wochen und USA jetzt mit knapper Mehrheit. Und man wird sehen, ob es in Europa zur Zulassung kommt. Und wenn es zur Zulassung kommt, ist genau diese Frage tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also mein Bauchgefühl sagt mir, da wird es ja dann auch Empfehlungen geben. Aber ich bin kein Arzt, aber soweit ich die Situation einschätzen kann, würde ich sagen, nur für Hochrisikopatienten. Vielleicht darf ich gerade einmal einwerfen, wir haben hier auch immer einen Blick aus dem Saarland nach Frankreich. Wir können aus dem Fenster gucken, sehen wir fast schon die Grenze. Da hat man sich ja bewusst dagegen entschieden, das Präparat zuzulassen. Und da, wenn ich es richtig verstanden habe, auch aus Sicherheitsbedenken. Der Vorgang in Frankreich ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt. Aber wie gesagt, in den USA war es eben diese knappe Mehrheit. Vielleicht von mir noch eine letzte Frage, bevor es dann zur dritten Substanz übergeht. Was vielleicht tatsächlich ja auch noch ganz interessant ist, ist die Frage mit den unterschiedlichen Virusvarianten. Da kommt man ja mit den Publikationen gar nicht mehr hinterher, weil wenn die so schnell entstehen, man natürlich sich häufig wünscht, man wüsste jetzt auch, wie entweder Impfstoff oder Medikament zum Beispiel aktuell gegen Omikron wirkt. Gibt es da irgendwelche Hinweise oder Anhaltspunkte, vielleicht auch aufgrund des Wirkmechanismus, dass es irgendeinen Unterschied geben könnte, was die Wirksamkeit gegenüber unterschiedlichen Virusvarianten angeht? Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das ist ja bei allen antiviralen, auch antibakteriellen Substanzen eine wichtige Frage, nämlich können Resistenzen auftreten, können die Varianten ausweichen oder vielleicht sogar vorhandene Varianten gar nicht drauf ansprechen. Das wäre ja dann der Fall, wenn das Medikament praktisch in der Tasche bindet, die dann mutiert ist oder mutieren kann. Und wenn man zum Beispiel das Omikron sich anschaut im Vergleich zu Delta, dann sieht man ja sehr viel mehr Mutationen, also mehrere Dutzend Mutationen, ein Teil überlappt und über 30 dieser Mutationen, zwei Drittel oder so, liegen im Spike-Protein, also im Stachelprotein auf der Oberfläche des Virus. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es so infektiös ist, weil dann dadurch die Affinität
an den Rezeptor wahrscheinlich erhöht wurde. Aber wenn man dann schaut in den Zielmolekülen des Virus, wo die Medikamente angreifen, also sprich die RNA-Polymerase und die Protease für das Paxlovid, dort gibt es auch vereinzelt Mutationen in verschiedenen Varianten, auch in Omikron. Aber soweit ich das beurteilen kann bisher, wäre die Vorhersage, wenn man sich das anschaut, dass die Medikamente trotzdem wirken sollten. Das hat damit zu tun, dass diese Enzyme, also die Polymerase und die Protease, diese Zielmoleküle, müssen ja funktional bleiben, sonst ist das Virus gar nicht funktional oder kann überhaupt kein neues Virus entstehen. Und da die Medikamente, diese Substanzen, diese Inhibitoren im aktiven Zentrum angreifen oder dort eingebaut werden im Fall von der Polymerase, kann dort nicht so viel mutiert werden. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum die Medikamente auch später noch wirken. Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass solche Escape Mutations auftauchen werden und dann dazu führen, dass die Medikamentenwirkung sich abschwächt, zum Beispiel am Rand von dem aktiven Zentrum, wo auch noch Interaktionen mit der Medikamentsubstanz stattfinden. Und deswegen war ja zum Beispiel beim AIDS-Virus es ganz wichtig, das mutiert ja viel schneller als das Coronavirus. Insofern ist dort diese Situation kritischer. Aber trotzdem, beim AIDS-Virus war es sehr wichtig, diese Kombinationstherapie zu machen, also drei Inhibitoren gleichzeitig zu geben, drei Zielmoleküle des Virus gleichzeitig zu treffen, sodass man das Virus wirklich runterdrückt und dadurch auch verhindert, dass schnell neue Varianten entstehen, die dann diese Escape-Mutations haben und wo die Medikamente dann nicht mehr wirken und eine Resistenz eintritt. Das scheint bei den jetzigen Medikamenten nicht und noch nicht der Fall zu sein. Es gibt auch erste Studien, die das bestätigen, diese Vorhersage, die ich gerade genannt habe, aufgrund der Strukturen. Und wenn sich das so bestätigt, dann wäre das schon mal ein gutes Zeichen. Aber meine Voraussage ist, dass wir nur wirklich gute antivirale Therapien entwickeln können, wenn wir Präparate kombinieren. Auch weil die Effektivität nicht ganz so hoch ist bei den einzelnen Substanzen. Vielleicht mit Ausnahme des Paxlovid, aber die anderen haben eben keine so hohe Wirksamkeit. Auch die Antikörper nicht, die liegen auch irgendwo bei 50, maximal 60-70%. Also wenn man wirklich gute Wirksamkeit erzielen will, wäre auch die Kombinationstherapie zu empfehlen. Und dann braucht man eben wieder Substanzen, die geringe Nebenwirkungen haben. Sonst kann das durch Unverträglichkeit natürlich auch zu negativen Effekten kommen. Hallo von meiner Seite und vielleicht gehen wir etwas näher noch aufs Paxlovid ein. Jetzt hatten wir gerade eine Substanz, die schwierig ist, eine Substanz, die wenig wirksam war, wie man sie bisher verabreicht hat. Die Meldungen zu Paxlovid sind ja etwas vielversprechender. Wie sieht es dort aus mit dem Wirkmechanismus? Ja, also das stimmt genau, wie Sie sagen. Es ist sehr vielversprechend für Paxlovid. Also in der ursprünglichen Studie, die Phase 2, Phase 3 von Pfizer, da waren ja mehrere hundert Patientinnen und Patienten beteiligt. Und das Risiko der Hospitalisierung wurde in dem Fall um 89% gesenkt. Das ist also schon mal ein wirklich toller oder ermutigender Effekt. Also insofern eine sehr, sehr erfreuliche Mitteilung. Wie wirkt diese Substanz? Also Paxlovid ist eine Mischung aus zwei Substanzen. Die eine Substanz ist ein Inhibitor dieser Coronavirus-Protease. Die andere Substanz ist eine bekannte Substanz, Ritonavir, die aus der AIDS-Forschung kommt und die praktisch ein antivirales Medikament gegen das HI-Virus darstellt. Die ist hier nur mit dabei in diesem Medikament, um die Halbwertszeit der eigentlich aktiven Substanz dieses Protease-Inhibitors zu verlängern im Körper, soweit ich das verstanden habe vom Mechanismus her. Und dieser Protease-Inhibitor, was macht der eigentlich? Warum kann der die Virusvermehrung verlangsamen oder gar stoppen? Das hat damit zu tun, wenn dieses Coronavirus zunächst in die Zelle eindringt,
dann wird die RNA des Coronavirus translatiert. Das heißt, die Ribosomen der Wirtszelle springen auf die mRNA und translatieren die mRNA und synthetisieren dadurch ein großes Protein, ein Polypeptid, welches dann erst in kleinere Stücke geschnitten werden muss, aus denen dann die eigentlichen viralen Proteine entstehen, die dann ihre Wirksamkeit haben und praktisch dann in der Vermehrung des Virus und der Verpackung des Virus und so weiter eine Rolle haben. Und dieser Prozess, diese kleineren Stücke zu machen, wird katalysiert, wird durchgeführt von dieser Protease, von diesem Enzym. Und diese Protease wird inhibiert durch Paxlovid. Das heißt, das Virus kann zwar noch in die Zelle eindringen, aber in Anwesenheit des Medikaments kann es dann nicht die funktionalen Proteine ausbilden, die es eigentlich benötigt, um sich zu vermehren. Und damit würde es auch die Zellschädigung verringern, oder? Das ist eine gute Frage. Da bin ich allerdings jetzt nicht sicher, ob es dazu Studien gibt. Da kann ich mich jetzt im Moment nicht äußern. Tut mir leid. Ja. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Substanz. Wenn Sie jetzt sagen würden, oder stellen wir uns mal vor, die würde 1 Euro kosten. Was würde dagegen sprechen, diese Substanz quasi flächendeckend bei jedem, der Schnupfen hat, einzusetzen? Also bei Paxlovid ist es so, dass es auch von Nebenwirkungen her sehr gut aussieht. Allerdings ist hier eines zu bedenken, nämlich die Studien wurden mit einigen hundert Patientinnen und Patienten durchgeführt. Bei den Impfstoffen war das ganz anders. Wenn Sie die Originalstudie zum Beispiel von BioNTech Pfizer lesen, da waren, glaube ich, 42.000 oder 43.000 Patientinnen und Patienten beteiligt. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Das heißt, wenn seltene Nebenwirkungen gäbe, würden die in so einer Studie mit nur wenigen hundert Beteiligten nicht zum Vorschein kommen. Das heißt, wir werden jetzt, wenn das Paxlovid eingesetzt wird in der Praxis, wird man diese Patientinnen und Patienten verfolgen und schauen, kommt es da zu Nebenwirkungen. Und vor einem sehr breiten Einsatz würde ich dringend dazu raten, da nochmal nachzuschauen, ob vielleicht seltene Nebenwirkungen auftreten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn man also, sagen wir mal, Zehntausende, Jahrhunderttausende von Menschen behandelt hat und weiter eine hohe Sicherheit und geringe Nebenwirkungen zu sehen sind, dann würde in der Tat, so wie Sie sagen, wenn es vom Preis her keine Probleme gibt, nichts dagegen sprechen, die Substanz auch routinemäßig zu verschreiben, so wie man das bei anderen Medikamenten tut. Aber ich würde jetzt noch dieses Zeitfenster nutzen, um nach seltenen Nebenwirkungen zu schauen. Das sind sehr wichtige Dinge. Vielleicht noch eine letzte Frage insgesamt. Sie haben ja am Anfang gesagt, diese Substanzen waren eigentlich da zu ganz anderen Zwecken entwickelt. Jetzt hat man sie weiterentwickelt. Wenn wir jetzt einfach breiter denken, für welche anderen Erreger könnte man diese drei Substanzen möglicherweise noch benutzen? Ja, das ist auch eine hervorragende Frage. Die zielt ja in die Richtung, können wir sowas finden wie ein möglichst weit nutzbares antivirales Medikament, so ähnlich wie, sagen wir mal, ein Breitbandantibiotikum oder dergleichen gegen Bakterien. Und da ist die Antwort, das wird nicht ganz einfach. Also was man dazu ja sich anschauen muss, ist, gibt es Zielmoleküle wie zum Beispiel die Polymerase, die sehr stark konserviert sind über viele verschiedene Viren. Also in dem Fall handelt es sich ja um ein RNA-Virus, gibt es viele andere RNA-Viren. Und dann muss man schauen, sind die Zielmoleküle konserviert? Ist die Stelle, an der das Medikament angreift, ähnlich? Weil dann könnte tatsächlich so eine Substanz auch für die Behandlung anderer viraler Erkrankungen genutzt werden. Also man weiß, bei Molnupiravir ist das der Fall. Leider ist es halt nicht sehr wirksam, aber es wurde ursprünglich gegen Grippe entwickelt und dadurch, dass es die Mutationsrate erhöht
und dann praktisch zu der Situation führt, dass keine Vermehrung mehr stattfinden kann, weil zu viele Fehler in der RNA entstehen, hat es einen relativ allgemeinen Wirkmechanismus, aber das kommt halt leider mit diesen unbekannten Sicherheitsrisiken. Auf der anderen Seite beim Paxlovid ist es so, das scheint sehr, also bislang jedenfalls keine starken Nebenwirkungen zu zeigen. Aber da ist es so, dass diese Protease doch relativ spezifisch ist. Ich bin jetzt überfragt, bei welchen anderen Viren es vielleicht noch wirken kann aufgrund der Konservierung dieses aktiven Zentrums der Protease. Das müsste man sich anschauen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr breit wirken wird. Das ist leider schade, also das ist so ein bisschen die Million-Dollar-Question im Feld der Entwicklung der antiviralen Medikamente. Kann man was finden, was wie ein Breitbandantibiotikum sehr viele virale Erkrankungen abdeckt? Ich meine, Sie wissen das besser als ich, aber wir haben über 200 Erkältungsviren, wahrscheinlich über die Hälfte davon Rhinoviren, auch RNA-Viren, aber natürlich auch Adenoviren und die sind dann DNA-Viren. Und es ist natürlich schwierig für eine Ärztin oder einen Arzt in der Praxis, wenn jemand kommt mit einer starken Erkältung und Fieber, zu sagen, welches Virus ist das. Das ist gleich ein Riesenaufwand, das auszufinden. Und dann ist es wahrscheinlich eh zu spät, weil man schnell handeln muss. Also das wäre schon der Traum, wenn man sowas hätte. Aber es wird sicherlich nicht einfach. Viele Kollegen würden jetzt natürlich gerne wissen, was das kostet. Das weiß keiner von uns vier natürlich. Das wird die Firma uns dann verraten, wenn die Zulassung da ist. Es wird sich irgendwo zwischen dem gespielten Dollar oder Euro und der One Million oder so ab. Aber genau wissen wir es nicht. Ich habe auch eine abschließende Frage noch und dann lassen wir Sie weiterarbeiten. Erwarten Sie, vielleicht auch die Frage an alle drei, erwarten wir, dass jetzt in den nächsten Monaten noch weiteres kurz vor Zulassung in die Klinik steht? Oder haben wir jetzt diese drei Substanzen zumindest mal fürs erste Halbjahr 2022 und alles andere, vielleicht auch zielgerichtetere? Sie sagt, die bisherigen Substanzen sind ja mehr so ja, umgewandelte Substanzen. Braucht das einfach noch länger? Also ist natürlich, ich weiß auch nicht, was vielleicht irgendeine Firma noch irgendwo im Köcher hat, wo man nichts von gelesen hat. Es könnte sein, dass da noch was kommt. Aber normalerweise hört man es ja irgendwann, weil es gibt ja dann frühe Studien wegen der Verträglichkeit an Phase 1 und so. Und da ist mir jetzt nichts bekannt. Es gibt zum Beispiel noch andere Inhibitoren der Polymerase, die beschrieben sind in der Literatur. Aber mir ist da kein Game Changer aufgefallen, der jetzt plötzlich, sagen wir mal, eine Substanz, die viel besser ist als Remdesivir oder Molnupiravir oder viel sicherer, weil die in einer ähnlichen Substanz, ist immer die gleiche Substanzklasse, Nukleosid-Analoga. Deswegen ist meine Vorhersage, aber das ist der Stand heute, das kann sich ändern. Es gab schon viele Überraschungen in der Pandemie. Aber meine Vorhersage ist, dass wir eine neue Runde brauchen, wo ganz neue Wirkprinzipien und ganz neue Substanzen gesucht werden. Und da ist jetzt wieder die Grundlagenforschung gefragt. Wir sind selbst dran. Also wir haben eine Kollaboration mit Herbert Waldmann in Dortmund, wo wir 170.000 Substanzen gescreent haben und einfach gefragt haben, finden wir vielleicht ganz neue Substanzen, die bislang niemand gefunden hat, die die RNA-Polymerase des Coronavirus inhibieren können. Und die Antwort ist, wir haben einige Substanzen gefunden, die, von denen wissen wir jetzt, dass sie im Reagenzglas funktionieren. Aber wir wissen noch nicht, was ist deren antivirales Potenzial, wird das im Tier auch funktionieren und dann natürlich später sind die so sicher, dass man sie dann im Menschen erproben kann. All das liegt vor uns und ich glaube, das lässt sich auch nicht sehr beschleunigen. Das wird über einige Jahre uns noch beschäftigen. Wichtig ist nur, dass wir jetzt den Fehler nicht machen, der 2003 gemacht wurde, dass man sagt, jetzt haben wir das überstanden mit dem SARS-CoV-1 und wir wissen ja nicht, was der Markt ist, ob sowas wiederkommt, ob es sich überhaupt lohnt, solche Sachen zu entwickeln. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass zum einen mithilfe von Steuergeld jetzt Grundlagenforschung finanziert wird, um ganz neue Substanzen, ganz neue Wirkprinzipien zu finden. Und dann zum anderen, dass dann auch Firmen einsteigen und sagen, wir entwickeln das weiter und wir versuchen, das in die Klinik zu kriegen. Weil sonst werden wir, irgendwann wird das nächste Coronavirus kommen und dann werden wir nicht sofort eine Impfung haben, weil die dann nicht wirken wird. Und dann werden wir diese Medikamente brauchen, bis dann der nächste Impfstoff wieder da ist.
Und wenn es dann heißt, ja, eigentlich hätten wir es machen sollen nach der Covid-19-Pandemie, das wäre natürlich bitter, wenn das, dieser Fehler jetzt nochmal passieren würde. Dann lassen wir sie jetzt ganz schnell zurück wieder an die Arbeit, damit wir dann in ein paar Monaten über die nächste Generation sprechen können. Für alle, die sagen, oh, ich möchte da gern noch mehr vom Professor Kramer hören, es gibt einen ganz spannenden YouTube-Kanal von Ihrem Labor, wo dann die Mechanismen auch sehr detailliert nochmal aufgeschlüsselt werden. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch nochmal anzuschauen. Herr Kramer, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für das, was da noch kommen wird und freuen uns dann wieder von Ihnen zu hören und zu lesen. Viele Grüße nach Göttingen. Ja, und ich danke Ihnen für diesen Blog, den Sie machen oder diese Videos und zur Aufklärung beitragen. Das halte ich für sehr löblich und sehr wichtig, dass Sie sich dafür Zeit nehmen. Also ganz herzlichen Dank fürs Interesse, auch für die interessanten Fragen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, noch alles Gute zum neuen Jahr nachträglich. Danke, das ist in der Tat das erste Video in diesem Jahr. Insofern passt das auch wunderbar. Ja. Tschüss. Alles klar. Wiedersehen.